Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Laschet, ich muss ehrlich sagen, das Beste an Ihrem Auftritt ist die wunderschöne grüne Krawatte, die Sie umhaben. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, zu Herrn Lindner gar nichts zu sagen, aber die eine Bemerkung muss noch drin sein, mit welcher Leichtigkeit Sie Beschlüsse, an denen Sie selbst mitgewirkt haben, wieder als Messias mit beschränkter Haftung vom Tisch wischen, ist schon abenteuerlich, Herr Kollege Lindner. Und ich möchte möglichst schnell zu den Fakten der Auseinandersetzung vom heutigen Tage kommen. Reden wir über die wirklichen Probleme beim Klimaschutz und bei der Energiepolitik. Fakt 1 ist, die Bundesregierung mit Frau Merkel an der Spitze hat Klimaschutzziele beschlossen. Sie hat beschlossen, 40% weniger Treibhausgasemissionen bis 2020. Fakt 2 ist, bis heute, bis 2014, wurden gerade einmal 24% von diesen Emissionen eingespart. Und der wesentliche Anteil kommt noch durch den Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft zustande. Fakt 3 ist, die CO2-Emissionen der Braunkohle, leider auch im Revier, sind in den letzten 20 Jahren nahezu konstant geblieben. Und bei Steinkohle und bei Gaskraftwerken sind sie massiv und deutlich zurückgegangen. Und weil die Faktenlage so ist, wie ich sie jetzt beschrieben habe, hat der Bundeswirtschaftsminister richtig angesetzt, wenn er auch, und ich sage ausdrücklich auch, bei der Braunkohleverstromung natürlich ansetzt. Und er steht mit diesem Konzept ausdrücklich an der Seite der Kanzlerin im Gegensatz zum Bundesvize der CDU, Armin Laschet. Die Klimaschutzabgabe, die der Bundeswirtschaftsminister vorschlägt, und da ist sozusagen die erste Nebelkerze, die Herr Laschet hier heute vorgetragen hat, ist alles andere als eine Strafsteuer. Wir sind ursprünglich mal beim Emissionshandel von 30 Euro je Tonne ausgegangen. Er schlägt jetzt vor, sozusagen auf das Niveau von damals wieder zu kommen. Denn die jetzige Politik führt dazu, dass 50 Jahre alte Blöcke weiterlaufen in der Braunkohle und dass Gaskraftwerke vom Markt gedrängt werden. Wer die Klimaschutzziele der Bundesregierung ernst nimmt, der muss auch bei der Braunkohle ansetzen. Er nimmt diese Ziele, Herr Kollege Laschet, schlichtweg nicht ernst. Gabriels Vorschlag entspricht gerade einmal 18 Euro pro Tonne beim Emissionshandel, was 1/5 Cent pro Kilowattstunde ist, bei historisch niedrigen Industriepreisen. Wer hier von Deindustrialisierung schwätzt, Herr Kollege, der hat, Entschuldigung, Herr Präsident, Die Abgabe könnte bei der CO2-Senkung 22 Millionen Tonnen einsparen. Tatsächlich brauchen wir aber, um die Klimaschutzziele bis 2020 erreichen zu können, 70 Millionen Tonnen CO2-Einsparung. Und kommen wir mal zu den Gegenargumenten, die ja auf den Tisch gelegt worden sind. Teilweise sind sie ja 1:1 in den Anträgen der Oppositionsfraktion abgedruckt. Es wird von 100.000 gefährdeten Arbeitsplätzen in der Braunkohle von Herrn Laschet und auch von Herrn Sierske schwadroniert. Tatsächlich hat der gesamte RWE-Konzern nicht einmal mehr 10.000 Beschäftigte. Was Sie machen, Herr Laschet, ist Panikmache. Sie spielen mit den Gefühlen der Menschen im Revier und Sie machen damit billigen Populismus auf dem Rücken der Menschen in Nordrhein-Westfalen. Und ich will Ihnen mal eindeutig sagen, was für Strukturwandelprozesse Nordrhein-Westfalen hinter sich hat. Wir haben zwischen den 50er und 90er Jahren Hunderttausende von Arbeitsplätzen in der Steinkohle abbauen müssen. Und noch 1990 waren 130.000 Menschen in der Steinkohle beschäftigt. 2005 waren es noch 38.500 nach all diesen Anpassungsprozessen. Und jetzt 2014 sind es noch knapp 14.000. Das waren über 115.000 Arbeitsplätze in 15 Jahren. Wir sprechen jetzt bei der Braunkohle über einen Umfang in 25 bis 30 Jahren von einigen Tausend. Wer hier von Strukturbrüchen spricht, der macht einfach wieder Angstmacherei, Panikmache zulasten der Menschen im Revier. Das ist eine sozial gestaltbare Aufgabe und natürlich werden wir sie gestalten. Niemand wird ins Bergfreie fallen. Niemand wird ohne soziale Absicherung rausgehen. Wenn Sie das suggerieren, machen Sie wieder Polemik und Panik. Und ich sage Ihnen eins, ich komme aus Essen.
Und ich habe auch in der Zeit als Kommunalpolitiker eher kritisiert, dass wir zu langsam den Wandel gestalten, nicht genug tun. Da hatte ich oft genug die CDU im Revier, auch an der Seite der Grünen, die sich beschwert haben, es geht nicht schnell genug. Wir müssen diesen Wandel gestalten. Wir brauchen keine illusionären Durchhalteparolen, die auf alte Politik und alte Wirtschaftszweige setzt. Und heute, Herr Kollege Laschet, ist die Zeit, nicht Dinos zu füttern. Wir müssen die Zeit des wirtschaftlichen Ausbaus, der Arbeitsmarktausbau nutzen. Es ist doch irrsinnig, dass in Frimmersdorf fast alle Blöcke, also 11 von 13, abgeschaltet sind und man sich gegen eine wirtschaftliche Entwicklung wehrt. Wir müssen doch die Gewerbegebiete der Zukunft genau an dieser Stelle schaffen. Machen Sie doch keine Schranke davor. Gestalten Sie den Wandel für neue Arbeitsplätze mit. Und ich sage Ihnen noch was. Im Bereich der Erneuerbaren sind über 100.000 Arbeitsplätze in Deutschland entstanden. 50.000 sind aber durch die schwarz-gelbe Politik wieder verloren gegangen. Wo war Herr Laschet? Wo hat er sich beschwert, dass die Arbeitsplätze nach China gegangen sind? Warum beschimpfen Sie die FDP nicht für die Blockade genau in diesen Arbeitsbereichen? Da habe ich kein Wehklagen von Ihnen gehört, keine Gestaltungswünsche. Und ich höre auch nichts von Ihnen, wenn es darum geht, Planungssicherheit für die Menschen im Braunkohlerevier zu machen, wenn der Braunkohlebagger kommt. Auch die brauchen Planungssicherheit für ihre Häuser, für ihre Orte. Und deswegen war es richtig, die Leitentscheidung der Landesregierung vorzubereiten und hier für klare Ausgangspunkte zu sorgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich könnte jetzt noch einiges auch zum Zuspruch bei der Frage Klimapolitik Ihnen vortragen. Ich sage Ihnen, eine Emnet-Umfrage hat zuletzt noch deutlich gemacht, dass bei der Frage, soll die Bundesregierung mehr für Klimaschutz tun, auch über das Maß hinaus wie jetzt, haben 76% der Menschen zugestimmt. Übrigens, 73% davon waren Anhänger der CDU, da lagen sie noch knapp vor der SPD und nur hinter uns. Wollen Sie weiter eine Politik gegen die Mehrheit der Menschen in Deutschland machen? Ich kann Ihnen nur raten, kommen Sie von diesem Kurs ab und setzen Sie sich für einen Wandel in Nordrhein-Westfalen ein. Anschlagsrhetorik der Marke Laschet und populistische Spielchen helfen hier nämlich nicht weiter. Wir haben mit unserem Entschließungsantrag, und da bin ich dem Kollegen Römer der SPD-Fraktion ausdrücklich dankbar, wir zeigen auf, wir müssen Klimaschutz, Energiewende und Strukturwandel in einem durchdeklinieren, denn das ist die Zukunft Nordrhein-Westfalens. Dieses Land ist viel zu schade, um mit den Spielchen, die Sie hier machen, sich aufzuhalten.